Willkommen zurück zu Die letzte Schlacht der Elfen 9 Hoffnungsschimmer mit eurem Let's Play Retro und DC Steve. Im Vergleich zum letzten Part mal ein paar Neuerungen oder zumindest eine kleine Neuerung. Ich habe mal die Ingame-Tonspur ein kleines bisschen leiser gestellt, weil wir aktuell noch unser Problem haben, dass ich ab und zu mal ein bisschen leiser werde und dadurch, dass es gerade eben auf einer Tonspur ist, können wir das gerade ein bisschen schwierig fixen. Vielleicht hilft das jetzt ein bisschen, dass ich insgesamt ein bisschen besser verständlich bin oder vielleicht auch, dass Steve ein bisschen besser verständlich ist oder einfach, dass die Musik vielleicht, ich weiß es nicht, ich werde es dann erst sehen, wenn ich das Ganze dann bearbeitet habe. Ansonsten, ihr seht es schon, wir haben im letzten Part den ersten Boss des Spiels besiegt. Den man hätte aber auch überspringen können. Den man auch einfach hätte überspringen können, aber dann hätte man das Loot natürlich nicht bekommen. Und das Problem ist, diesen Loot brauchen wir, weil wir, was ich gerade für eine Vermutung habe, wir haben ja diesen Buch und des Mutes bekommen und so. Des Mutes. Wir gucken uns das Sachen nächste, gleich nochmal an. Wenn das nächste Weisheit ist, ja? Ja. Dann lache ich einfach nur laut. Okay, gut. Das werden wir uns dann allerdings gleich anschauen. Ihr seht es schon, wir haben bereits 2,5 Stunden Spielzeit. Die Zeit vergeht ganz schnell. Überleg mal, 2,5 Stunden. Bei der letzten Schacht der Elfen 4 wären wir schon zweimal fertig. Ja. Und ihr seht schon, mit Level 37 bis 38. Das ist krass. In den meisten Elfenspielen sind wir maximal Level 20. Das war, als er gerade in seiner Dungeons & Dragons Phase war. Genau, und aber mittlerweile sind wir in der Phase, wo wir einfach nur grinden, 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 grinden. Aktuell ist unsere Vermutung, dass wir irgendwie bis Level ein paar hundert grinden können. Und man sieht, dass der Name wie die Toolist zu lang ist. Du meinst, weil das von den Buchstaben so ein bisschen eingedrückt wird? Ja. Das sieht irgendwie, sieht ein bisschen doof aus, ja, aber das hat man tatsächlich so das ein oder andere Mal. Hast du gerade gespeichert? Ich hab. Nee, warum soll ich davor gespeichert haben? Ist egal, wir machen jetzt einfach den Kampf. Das ist, ich habe jetzt wirklich kein Problem damit. Wir haben jetzt nämlich wieder andere Kampfmusik. Okay. Das finde ich interessant. Kaum haben wir den Boss hier besiegt, haben wir andere Kampfmusik. Das kann ich mir zwar auch nicht so wirklich erklären. Ja. Aber du hast doch bestimmt eine Erklärung dafür, oder? Und ich meine, wir müssen. Das finde ich irgendwie auch ganz lustig. Bei Diablo 3 zum Beispiel. Ja, um einfach mal Diablo 3 vielleicht zu bringen. Wo einfach Diablo 3 grandios Design ist an dieser Stelle. Wir müssen gar nicht zurück zum Heilstein, wir sind schon komplett geheilt, wie ich gerade sehe. Ja, ja, sehe ich auch gerade. Und zwar, es ist so, es gibt sogenannte Rifts, so heißt das, und dann kämpft man gegen Gegner. Man muss, sobald man dort so einen Balken voll hat, dann erscheint ein Boss. Ja, und dann muss man diesen Boss besiegen. Und dann kann man diesen Rift noch weiterspielen und dann kann man ihn neu starten. Ja, so. Und dieser Rift, sobald der Boss kommt, wird alles dunkel. Und es bleibt auch dunkel, wenn der Boss besiegt ist. Das ist eigentlich halt dämlich. So. Warte, sie hatte. So näher. Okay. Lady, ja. So näher. Erinnere dich daran, wie wir sind Teil 6 und im vorletzten Part gesprochen. Vorletzten Part. Schöne Burg von Edwin. Fein, dass sie jetzt uns gehört. Ja, da hast du recht. Was war das? Was ist jetzt los? Verdammt, die Spinner haben doch nicht etwa herausgefunden, wie... Nein, das kann nicht sein. Weiter so, Dunkelelf. Du machst das gut. Alles läuft nach Plan. Jeder will irgendwie so näher wieder loswerden, oder? Schatz, woher... Er war das? Er war der Typ mit der Kapuze? Oh Mann. Ernsthaft? Schatz, woher sollten die das wissen? Das kann ich mir schwer vorstellen, Liebling. Bist du sicher, dass die bei einem deiner Artefakten sind? Ja, sie haben einen meiner Wächter vernichtet. Nein, 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 wir hätten es einfach skippen können. Richtig. Wir hätten es einfach skippen können. Deswegen hatten wahrscheinlich wirklich, deswegen verstehe ich jetzt auch, warum Leute irgendwie von Gamebreakern berichtet haben. Die haben einfach diesen Gegner dort geskippt. Ja, wahrscheinlich, ja. Oh Mann. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Los, schlaf jetzt mit mir. Wie du möchtest, Liebling. Ich habe leider keine andere Wahl. Das kriegst du alles zurück, Schlampe. Ich hasse Sex. Widerlicher Mensch, du bist nur Mittel zu meinem Zweck. Nicht eher andersrum? Sie benutzt ihn doch jetzt gleich als Gummipuppe. Ja. Wer sollte in Seluna Bericht erstatten? Wo wir jetzt auch immer... Ach, wir sind wieder zurück im Ausgangs-Dungeon. Ja, genau. Dann heilen wir uns natürlich nochmal. Das kann man nie oft genug machen. Okay, aber na gut, wir haben ja dann sozusagen nur 3 von diesen Dungeons, ne? Ja, genau. Deswegen glaube ich ja auch eben, dass wir noch Mut, dass wir noch Weisheit und Kraft bekommen. Ja, ja, klar. Aber das erklärt natürlich... Wie wäre es...
Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das absichtlich ist oder unabsichtlich oder wirklich, ob Ankloas uns trollt oder ob er vielleicht nur ein Trottel ist, ja. Aber dieses Spiel hat definitiv mehr, also ich würde schon gar nicht sagen Rechtschreibfehler, sondern vor allem auch irgendwie Tippfehler, ja. Weil ich meine, E und R sind ja auch irgendwie direkt nebeneinander, ne. Aber irgendwie so ganz, 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 ganz viele Fehler. Viel, überleg mal im achten Teil. Weißt du noch, der achte Teil, als wir angefangen haben, den zu spielen, so von wegen, wow, es ist wirklich noch die letzte Schlacht der Elfen, gar kein Rechtschreibfehler mehr, irgendwie so ganz komisches Gameplay. Und jetzt ist es sowieso, als würden wir, ich weiß nicht, wieder Teil 5 oder so spielen, nur mit etwas anderer Grafik. Ja. Wie wäre es, wenn wir uns erstmal ausruhen und schlafen? Und das, was ich auch immer vorher sagen wollte, das habe ich schon wieder vergessen. Gute Idee, Herr Enrias. Vor allem schon wieder ausruhen. Wir wurden doch nach dem Kampf gerade eben geheilt. Oh, ich nehme an, es wird Zeit für ein bisschen Plot. Das hatten wir schon tatsächlich lange nicht mehr. Hallo, Papa. Wie geht es dir so? Mir geht es gut, meine Kleine. Und wie verstehst du dich mit Lauren? Er ist mein bester Freund. Wir verstehen uns blind. Kannst du dir vorstellen, mit ihm auch zusammen zu sein. Warum will Farodin so extrem kuppeln? Papa, das geht dich nichts an. Wir sind Freunde. Wann kapierst du das denn endlich? Ich mache mir doch nur Sorgen um dich, Selina. Wenn ein Mann einmal das hat, was er will, dann hauen die meistens ab danach. Was? Wenn ein Mann das hat, was er will, dann will er das nämlich nicht mehr. Und dann haut er ab. So funktionieren Männer nämlich. Die sind ziemlich einfach gestrickt. Denkst du, ich schlafe mit ihm? Was hast du für Gedanken? Selbst wenn, es würde dich nichts angehen, Papa. Also tut sie's. Beste Mama, Freunde. Mit gewissen Vorzügen, ne? Genau, das nennt man Freundschaft plus. Mama hat dich aber komisch erzogen. Also, ich hatte ja mit der Erziehung nichts zu tun, weil ich immer rumsaufen war. Eigentlich hätte da stehen müssen. Billy hat dich aber komisch erzogen. Du bist so direkt zu mir. Mama hat mich aufgeklärt über die Liebe und Liebe machen. An den Tagen, wo du in deiner Kneipe warst. Ja. Das ist korrekt gecallt. Ja. Weiß genau, wie hart meine Vergangenheit war, Selina. Ich finde das trotzdem irgendwie ein bisschen komisch. Also ich meine, es wurde in den Vorgängerteilen vielleicht so ein, zweimal angedeutet, dass Farodin muss irgendwann in den Vorgängerteilen mal angefangen haben mit Trinken, ja. Scheinbar wegen seiner Tochter, wegen seiner ersten... Ja, genau. Das wurde ja, glaube ich, auch genauso gesagt, ne? Ja, richtig, genau. Ich muss aber trotzdem irgendwie sagen, dass ich wirklich, mein Lieblings-Farodin war eigentlich der Evil-Farodin, aus Teil 3, genau. Wo erst noch mal, ich will nicht foltern. Der Farodin... Ja, tut mir leid, sag's bitte nochmal, Steve. Also ich fand das cool, wo er zuerst nicht den Elfen nicht foltern wollte, dann aber angeblich verbannt wurde und deswegen dann das ganze Elfendorf ausgerottet hat, inklusive seiner Eltern. Ja. Und dann seiner Zieheltern, wie wir jetzt mittlerweile herausgefunden haben, im achten Teil irgendwann, komplett at random. Damit noch mehr Story in die Reihe reinkommt. Wahrscheinlich waren das auch die Aufzeichnungen, die Ankloas gefunden hat. Ach ja, stimmt, ich habe ja noch irgendwas im achten Teil mit reingebracht, was mich irgendwie dazu zwingt, einen neunten Teil zu machen. Trotzdem muss ich irgendwie sagen, dass mir der Farodin, der nicht getrunken hat, irgendwie ein bisschen besser gefallen hat. Mit Betrinken kann man keine Probleme wegmachen. Mit kein Alkohol aber auch nicht. Ach, Selina, du bist das Einzige, was ich noch habe. Ich hab dich so lieb. Ich dich auch, Papa. Okay, das war jetzt, wie würdest du das nennen? Es war tatsächlich ein fast normales Vater-Tochter-Gespräch. Guten Abend, Herr Enrias. Hi, Lauren. Du kannst mich ruhig duzen. Ich mag es nicht, wenn man mich so anspricht. Okay, Farodin. Das nehme ich doch gerne an. Du, unter uns Männer, Lauren. Fühlst du eigentlich auch so, Selina? da fragst du was, Farodin? Nein, wir sind nur Freunde mit Vorzügen. Und du bist dir, und da bist du dir sicher, Lauren? Ja klar, Farodin.
Mach dir keine Sorgen. Ich nehme dir sie ja nicht weg. Als Sexualpartner. Das, was Steve immer wieder andeutet. Okay, Lauren. Ich muss dich nicht köpfen. Danke, dir auch. Nein, du auch. Du auch. Du auch, eine gute Nacht. Na, Farodin, alles klar? Ja, und bei dir? Hey, Farodin, ich habe eine Frage, die mich brennend interessiert. Ja, was denn für eine Vitrude? Wer ist eigentlich alles an Selina interessiert? Mal angenommen, ich wäre so mies wie früher und hätte mit Lysia geschlafen. Wie hättest du eigentlich reagiert? Warum sollte er das jetzt ansprechen? Ich glaube, ich würde dich umbringen. Du hast schließlich auch damals mit Selina geschlafen. Oh Mann, ey. Oh, wirklich, Fabio, den hätte niemals anfangen sollen mit Trinken. Ich habe dir dieses Mal verziehen. Aber wenn du mit Lysia was hattest, wäre aus mit dir. Fein. Gut, dass ich nie Interesse an Lysia hatte. Zu deinem Glück, Willi-Trolle. Ich nehme einfach an, wir gehen jetzt ins Zelt und... Zeit zu schlafen. Warum sollte Willi das andeuten? Wirklich, es gibt einfach Sachen, die werden sich mir nie so wirklich erschließen. Nee, jetzt rein mal von... Das war irgendwo hier oben, glaube ich. Ja. Ja. Ja, Orientierung ist auf der relativ kleinen Map zum Glück kein Ding der Unmöglichkeit, auch wenn das in 3 Wochen ein bisschen anders aussehen wird. Also diesen Part heute, den nehmen wir auf jeden Fall jetzt noch heute auf. Genau. Ja. So. Nicht erst in 3 Wochen. Ihr sollt zurück, Farodin Enrias. Ja! Yeah. Ja, Selona. Ihr habt das Artefakt. Die Geschichte ist wahr. Das nächste Portal steht offen. Da waren wir doch noch gar nicht. Ja, da waren wir noch gar nicht und haben uns noch gar nicht davon bezeugen können, dass es wirklich so ist. Gute Arbeit. Während ihr weg gewesen seid, ist Sergeant Trägner eingetroffen. Er wird mit euch die Schlacht der Elfen leiten. Die letzte Schlacht natürlich. Ich grüße euch. Mein Name ist Jeekin Trägner. Ich bin euer Informant auf dem Schlachtfeld. Oh, ich hoffe jetzt nicht, dass es irgendwelche Burgenkämpfer à la Vampire Stone 2 angeführt haben. Oh, bitte nicht. Sprecht mich jederzeit an, damit wir zum Schlachtfeld gehen können. Was für ein Schlachtfeld! Tach! Danke, Sergeant. Wir melden uns bei dir. Unsere Soldaten sind stark, aber trotzdem brauchen wir eure Unterstützung gegen die Orks. Wir wissen immer noch nicht, wer die Bastarde anführt. Wenn ihr Zeit habt, so helft bitte an der Front mit. Sergeant Trägner wird euch alles weitere auf dem Schlachtfeld erklären. Ich bin sicher, dieses Gold wird euch helfen, ein paar schöne Sachen zu kaufen. Wie viel bekommen wir da? 6.000? Oder 5.000? Ich konnte es nicht so genau lesen. Du wahrscheinlich auch nicht. Steve, bist du noch da? Ja. Okay. Rüstet euch gut aus. Helft mit auf dem Schlachtfeld oder besucht das nächste Portal. Es steht euch frei, was ihr macht. Alles klar, Selona. Wir melden uns bis zum nächsten Mal. Und da wir jetzt noch ungefähr 5 Minuten haben, würde ich vorschlagen, gucken wir einfach mal nach, genau, was diesen Kämpfen auf sich hat. Wollt ihr zum Schlachtfeld, ja? Ja. Aha. Unable to find the graphics faces, VX face 04. Clever. Ist halt die Frage, wie das jetzt gerade mit der Aufnahme ist. Okay, passt. Ja, das ist also entweder in dieser Version noch nicht so richtig verfügbar oder vielleicht müssen wir da auch auf eine andere Version außer 1.00 updaten. Ja, wirklich sehr gut getestet, Ankloas. Du hast dein eigenes Spiel wirklich, wirklich gut durchgespielt selber. Die Sache ist, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt wirklich erstmal irgendwo einkaufen, dass wir den Rest des Parts irgendwie damit verleben. Die Sache ist, es gibt hier ja scheinbar, also wir müssen ja scheinbar erstmal diese 3 Gegenstände finden, bis wir dann später aufgrund von irgendwelchen weiteren Quests und Begebenheiten andere Städte besuchen können. Das heißt, wir werden wahrscheinlich erstmal hier einkaufen oder liegen. Kannst du mit dem Buch interagieren, dem Buch des Mutes? Warte mal. Geh mal in die Tasche. Ja, war's. Buch des Mutes.
Die Helden erlernen neue Skills. Die neuen Skills wurden hinzugefügt. Gucken wir uns die erstmal an. Okay, es ist, wie wir es auch aus dem Vorgänger kannten, direkt drei neue Skills. Also jetzt können wir richtig, richtig viel. Schwerthieb, Hinrichtung und Wirbelwind. Genau. Und mit Selina Schattenhieb mal zwei, Schattenhieb 2 und Seelenhieb. Ja. Mit Willi Schattenheilung 2 und Furcht. Und mit Lauren Eisgeschosse 2, Feuergeschosse, Erdbeben und Steinrüstung. Das ist irgendwie ganz schön vielfältig plötzlich auf einmal. Ja. Aber trotzdem, was ist jetzt deine Meinung? Du mal kurz in der Welt rumgucken, oder bist du nicht der Meinung? Ich habe mal was gelesen, dass wir angeblich Skills verbessern können. Das wird einem im Spiel aber nirgends erklärt. Wie sollten wir die Skills verbessern können? Bei irgendwelchen NPCs? Da meinst du Menü rein. Nein, nein, irgendwo im Menü hier soll das wohl gehen. Geh mal auf Talente. Ich kann ja nichts drücken, auf jeden Fall. Stimmt, wir haben Talentpunkte. Ja, wir haben Talentpunkte. Siehst du? Ja, du hast recht. Also wir bekommen auf jeden Fall Talentpunkte. Okay. Genau. Und das wird einem wohl nicht im Spiel erklärt, aber man kann es halt machen. Aber wie? Geh wieder auf die Talente nochmal drauf. Genau. Siehst du? Das genau. So können wir unsere Charaktere also noch extra skillen. Genau. Das wird einem nirgendwo erklärt, dass es geht, aber ja, es geht halt. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache, die der VXAce mit sich bringt. Genau. Okay, dann ist jetzt der Plan, was jetzt genau? Wollen wir nochmal kurz gucken oder wollen wir einkaufen gehen? Oder gehen wir einkaufen, würde ich sagen. Wir haben ja jetzt genug Kohle. Genau. Und, nein, hier gibt es aber keinen, gab es ja, weiß nicht, der Ort, wo es keinen Shop gibt? Nein, natürlich gibt es hier einen Shop. Guck doch mal hier, bei diesem freundlichen Verkäufer. Ah ja, stimmt. Können wir uns neue Waffen kaufen? Ja, genau. Nimm mal auch das Zeug. Kaufen wir es alles mal ein entsprechend. Ich kaufe auch mal ein Silberschwert, eine Silberaxt, 4 Silberschilde. Genau. 4 Silberhelme und 4 Silberrüstungen. Richtig, dann sind wir schon fast pleite. Ja gut, das ist fast pleite. Wir haben noch 9000 Smaragde, Diamanten, was auch immer. Topaz höchstens. Ein Topaz, genau. Denn die sind ja gelb. Du hast recht, Steve. Naja. Wir verlieren einen Stärke und einen Hast, ist okay. Okay, also wahrscheinlich ist es okay. Dann ja, es ist besser wegen diesen einen, ist echt egal, also. Okay, okay, gut, ist in Ordnung. Dann rüst jetzt mal jeden aus. Und dann machen wir das noch. Ja, wir wollen jetzt ungern jetzt noch in den Dungeon gehen. Ja, ja genau. Wir nehmen halt keinen weiteren Part auf. Und es wäre irgendwie ein bisschen blöd. Sicher ist das Bronzeschwert das richtige Schwert ist? Ja. Nein, das Bronzeschwert ist das, was wir nicht nehmen. Das ist das OP-Schwert. Ach, das Bronzeschwert. Ja, es tut mir leid, Steve. Ich habe gerade nur darauf geachtet, was sich wo verändert. Jetzt machen wir keinen Stress hier. So, ausgerüstet. Aber wenn ich stressen will, dann stress ich. Also, Selina ist noch nicht ausgerüstet. Ja. Doch, oder schon? Nein, da sie noch Heldenzeug anhat, ist sie nicht ausgerüstet. Gut, alles klar. Jetzt ist sie aber ausgerüstet. Bist du jetzt zufrieden, Steve? Ganz so. Dann hören wir jetzt auf der Webmap, würde ich sagen, den anderen Dungeon noch suchen. Genau, suchen wir einfach nochmal schnell den Dungeon und dann können wir zum nächsten Part auf jeden Fall nochmal ein paar Talentpunkte verteilen. Oder wie siehst du das? Ja, genau. Nee, die heben wir so lange auf, bis das Spiel vorbei ist und dann können wir uns darüber beschweren, dass wir die nie verwendet haben. Richtig. So, also das war das erste Portal. Ja. So. Festung der Orks, da werden wir dann wahrscheinlich später irgendwann hingehen. Ja. Mann, das ist auf jeden Fall auch noch nicht richtig. Das auch nicht. Meine Fahrerin hat ja gesagt, dass es sich hier irgendwo geöffnet hat. Schneeinseln scheint mir irgendwie auch erst später wichtig zu werden. So. Oh, nee, hier sind wir wieder am Anfang. Genau, hier sind wir wieder am Anfang. Man muss sich halt mal 3 oder 4 Mal angucken, das ist alles nicht so einfach zu finden. Gucken wir mal hier. Bisschen über die Map streuen und macht doch Spaß, oder? Richtig. Da geht's so, aber auch. Beim letzten Mal. Schattenportal, da haben wir. Das war das erste Portal. Genau. Ich meine, uns wird ja nicht wirklich gesagt, wo das nächste ist, ne? Vielleicht gibt es nur ein Schattenportal und da sind jetzt immer wieder die anderen Sachen. Nee, das glaube ich nicht. Das wäre komplett ja, cool. Ja, ich hab's. Bei den 3 Fragezeichen, wir können ja mal kurz reingehen.
Das sieht mir doch sehr nach dem aus, was wir suchen, oder? Steve? Okay, ja, das sieht richtig aus. Alles klar, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, dann war diesmal ein etwas kürzerer Part von Die letzte Schlacht der Elfen 9. Steve und ich werden jetzt erstmal eine dreiwöchige Pause machen mit dem Aufnehmen und in der Zwischenzeit wird auf jeden Fall Teil 8 schon wieder vorbei sein und Teil 9 wird wahrscheinlich bereits begonnen haben mit der Ausstrahlung. Ja. Aber wir werden dann in der Zwischenzeit auf jeden Fall auch wieder angefangen haben mit Aufnehmen und wir freuen uns natürlich auf den zweiten Dungeon, auf den dritten Dungeon, auf unzählige Dialoge und natürlich auf die ganzen tollen Punkte, die wir noch verteilen können. So wie ich das gesehen habe, können wir die Punkte ja schon mal verteilen und auch jederzeit wieder zurücknehmen. Ist das richtig? Werden wir sehen. Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Na gut, wir werden es dann einfach zum nächsten Mal herausfinden. Bis dahin sind wir auf jeden Fall super gespannt und würden uns wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Tschö, tschö.